Geschwätz. Ja, hi, ich bin Daniel Muche, arbeite hier im wunderschönen Schenkenseebad in Schwäbisch Hall. Bin 32 Jahre alt, seit 2005 bin ich hier bei den Stadtwerken fürs Schenkenseebad beschäftigt, habe da meine Ausbildung begonnen, 2008 beendet. Seitdem arbeite ich als ausgelernter Schwimmmeister, Fachangestellter und Bäderbetrieben hier in unserem wunderschönen Freibad. Wir sind wohl im weiten Umkreis das größte Freibad, das es gibt. Unsere Besonderheiten sind neben unserer 10 Meter Sprunganlage im Hintergrund auch mit Sicherheit unsere Freefall-Rutsche mit einer Höhe von 11 Metern. Schnelle Rutscher können bis zu 63 km/h erreichen. Ja, des Weiteren haben wir jede Menge zu bieten. Ein großes Erlebnisbecken mit Bodensprudelmassage, wie zum Nackenduschen und auch eine große Wellenrutsche. Für unsere kleinen Kinder das große Planschbecken mit Bachlauf, auch viele Attraktionen und Wasserspiele sind da drin. Des Weiteren einen wunderschönen großen Spielplatz. Falls man mal ein bisschen bademüde ist, kann man sich da gerne austoben. Für die Größeren haben wir zwei Beachvolleyballfelder sowie ein Fußballfeld und zwei Basketballplätze. Ja, was wäre noch erwähnenswert hier? Eine schöne große Wellenrutsche haben wir. Extrem schnell, für groß und klein, macht allen mega Spaß, eine super Gastronomie und die weitere Besonderheit ist wahrscheinlich, wenn mal ein Gewitter aufziehen sollte oder das Wetter nicht so toll ist, man kann mit der Freibadkarte gegen einen geringen Aufpreis rüber ins Hallenbad wechseln und dann beliebig oft zwischen den Bädern hin und her pendeln. Herzlich willkommen im Langenburger Freibad. Mein Name ist Mareike, ich bin Rettungsschwimmerin und bin schon seit circa 3 Jahren als Rettungsschwimmerin tätig und jetzt dieses Jahr hier im Langenburger Freibad noch angestellt. Wie man hier jetzt im Hintergrund sehen kann, haben wir eine wunderschöne 50-Meter-Bahn mit Sprungbereich hinten, mit einem Meterturm und auch eine Rutsche. Und bei der Linken können Sie auch den Planschbereich sehen für die kleinen Kiddies, die dann dort die Möglichkeit haben, noch zu planschen, solange sie noch nicht schwimmen können. Das Besondere am Langenburger Freibad ist meiner Meinung nach das beheizte Becken, das wir regelmäßig auf ungefähr 28 Grad Wassertemperatur erhöhen, sodass die Schwimmer angenehmes Schwimmen haben und auch bei kaltem Wetter die Möglichkeit besteht, schön ins Wasser zu gehen, seine Bahn zu schwimmen und trotzdem sich bewegen zu können. Zudem haben wir auch eine Wärmehalle mit Fußbodenheizung, wo es den Schwimmern möglich ist, danach gleich in die Wärme zu gehen und sich zu duschen und sich umzuziehen, sodass sie gar nicht erst in die Kälte müssen. Mein Name ist Gerold Schenk, arbeite seit 5 Jahren hier im Freibad nebenan als Beckenaufsicht. Auf dem Gelände hier haben wir ein Mario-Becken, das besteht aus einem 50 Meter Becken zum Schwimmen, eine Sprunganlage mit 1 Meter, 2 Meter und 3 Meter Brett, Gewichtsschwimmerbecken und hinten das Planschbecken besteht aus Kühlstein und einem Pilz. Und sehr wichtig, die 85 Meter lange Rutsche. Ende.